Jo Leute, was geht? Willkommen zu einem weiteren Vlog hier aus der Dirt Arena, wollte ich gerade schon sagen. Auf jeden Fall sind wir in Dortmund beim ADAC Supercross. Da hinten steht der liebe Blackout. Und ich bin gerade schon so am Schwitzen. Es geht hier so ab. Hier ist der Karl am Start. Was geht? Der fährt sich hier schon richtig warm. Und wir haben heute die einmalige Gelegenheit, hier einfach mal mit den Motorrädern in der Halle, jetzt in der Arena. Jetzt kommt er geflogen. Boah! Junge, jetzt gibt der richtig Gas. Das geht ab. Krass. Auf jeden Fall haben wir die einmalige Gelegenheit, zusammen hier in der Arena zu fahren. Es ist mega, mega geil. Und ich muss sagen, es ist wieder so eine Situation, wo ich mich total konzentrieren muss, dass ich richtig fahren kann und reden kann. Ich hoffe, der liebe Blackout macht gleich auch noch was. Ich wollte ihm nicht im Weg sein. Boah, er geht so ab, ne? Leute, schaut mal beim Karl vorbei. Er ist das Nachwuchstalent. Wenn es um Supercross geht, jo, was geht, Digga? Alles klar. Machen wir mal ein bisschen Action, oder? Ja. Ich bin so aus der Puste. Du kannst da ihm hinterherfahren? Krank. Niemals. Warum nicht? Ja, wie soll das gehen? Hier kannst du auf den Circle. Oder wie soll was gehen? Da oben rüber? Ja. Da rüber springen. Kannst du springen? Ich fühle mich wie ein blutiger Anfänger. Du hast das vorhin schon erwähnt, ne? Wenn man hier lang fährt, die Leute, die ballern hier. Dass das hier Supercross ist, ne? Das ist nochmal ein bisschen schwerer, weil die Abstände kürzer sind und so weiter. Boah! Ich will echt einen Circle schaffen, das wäre so geil. Das Problem ist nur, der Boden ist hier so ein bisschen uneben, ne? Ein bisschen. Das ist Lehm. Wir kriegen das hin. Komm, versuch du auch mal was. Du auch mal was. Ja komm, mach mal was. Das ist doch Stolle. Ich fahre ja auf Sumus die ganze Zeit. Ja, aber ich kann nicht so langsam circlen oder so. Ja, irgendwas fällt dir schon ein. Boah, Mann. Ich will da mal hinten, wo nicht so viele Leute gucken. Ist krass, ne? So, gerade wenn die Vollprofis hier rumstehen, das sind die besten Fahrer, ne? Nicht der nur aus Welt. Deutschland, sondern ja, der Welt. Oder mega so. Krass. Hey, Amerika auch. Echt? Ja. Hier, der rechts neben mir steht, ist der amtierende Meister. In der größten Klasse. Wo stehst du denn? Ja, ganz hinten. Ach da. Krank. Karl rasiert hier wieder total. Und ich bin so, als würde ich hier die Trial-Meisterschaft machen. So langsam. Warte, ich komm mal zu dir. Ah, da hinten. Nicht falsch rum rüberfahren. Ja, ich fahre ja an der Seite. Oh Gott, was ist das denn jetzt hier? Ja, du bist eigentlich hier, ich bin da innen gefahren. Ah, das ist der amtierende Chef hier. Der amtierende Chef. El Maestro. Krank, ey. Wir sind hier wirklich mitten umgeben von keine Ahnung wie viel Tonnen Lehm und einfach den weltbesten Supercross-Fahrern. Und das ist das Jubiläum sogar hier, ne? Oder? Blackout konzentriert sich. Kein Tönchen kommt raus. Das sind ja alles jetzt noch keine schweren Sachen hier. Aber das Ding ist halt, du musst hier direkt zwei oder drei Dinge auf einmal nehmen. Ne? Du kannst halt, oder du bist so langsam wie ich, aber ich trau mich halt nicht. Ich brauche ein Table, worauf ich springen kann. Weißt du? Ja, wie fühlst du dich denn so mittlerweile? Wie oft hast du jetzt Endurofahren mit der EXC? Dreimal erst. Dreimal erst? Krass. Ja. Wie viel Betriebsstunden hat hier jetzt runter? Sieben erst. Sieben! Dann sag immer alles. Krass. Und sag dann. Das ist ja nichts. Überhaupt nicht. Sag ich ja, die ist komplett neu. Boah. Ja, der Baggerfahrer denkt hier auch, was machen die Leute hier? Ja. Das ist echt richtig witzig. Mega. Und Leute, wie ihr merkt, heute ist ein bisschen weniger Sprechanteil, weil ich wirklich
versuche mich hier irgendwie zu konzentrieren, ich versuche hier irgendwie ein paar Wege rauszufinden. Und das ist halt durch nicht... durch die Mitte kommst du gut rüber. Ja, ich habe immer Angst, dass der Karl hier dann voll langbrettern, ey Mann. Nein, aber doch nicht hier. Ach, er macht gerade die Dreisprung-Sektion. Stimmt. Ja, perfekt, hier kommt man ja super durch. Klasse. Der kommt hier links. Geflogen, den hohen Jump, den er nicht machen darf. Ja, das ist auch bescheuert, ne? Das haben wir schon vorhin erfahren. Also Karl, da drüben zu sehen, darf hier nicht den ganz großen Jump machen. Da hat er sich schon ein bisschen drüber aufgeregt, weil er wahrscheinlich dann noch zu jung ist oder die Klasse noch nicht hoch genug ist. Ja, genau. Mit den 85ern darfst du halt das nicht machen. Das ist heftig, ich würde mich so aufregen. Das ist so witzig, du mit der Suche, die alle nochmal extra drauf. Ihr denkt sich so, hä, was macht der hier? Ja. Vor allem mit dem Integralhelm, das ist halt witzig. Ich bin viel zu langsam für den Scheiß. Ich hab irgendwas ist falsch mit der Kupplung. Guck mal, David, hör mal kurz. Ja. Er redet jetzt wieder, oder? Nein. Nee. Guck mal, wenn ich den Wheelie pull. Ja. Warte, guck mal. Guck mal, ob du das hörst. Du musst das hören. Hör, wie das Ding jetzt einschlägt hier, wenn ich den hochziehe. Ja. Wenn ich runtersetze, ne? Ich habe jetzt nichts gehört. Guck, hast du gesehen, die ist sogar ausgegangen. Wie jetzt? So, wir fahren noch nicht übers Waschbrett. Nee, oder? Krank, Alter. Nee, vergiss es. Vergiss es. Boah, ich bin so am Schwitzen, das gibt's nicht. Das ist unglaublich, wirklich. Ich bin so am Schwitzen, bin komplett nass. Echt? Ja, wirklich, ich bin komplett nass. Boah, wo kommt Karl jetzt? Dieser Table da hinten, ne? Der ist so spitz, wenn du da auch nur ein bisschen rüberfällst. Hier. Wo? Zeig mal, wo? Du sollst auf Karl gucken. Auf Karl gucken? Ja. Okay. Nein, weil du... Ach so. Boah, Junge! Ja, rasiert, ne? Es ist unglaublich. Vor allem das Waschbrett, das verstehe ich nicht. Ja. Wie kann man da so schnell drüber fahren? Das ist unglaublich. Er ist einfach so. Ja. Wenn ich da fahren würde, wäre ich so. Als würde er da drüber fliegen. So geil. Mach ich mal kurz den Motor aus, ey. Boah. Hammer, guck dir das an. Ja. Boah. Auch die Gasstöße dann immer, das ist genau an der richtigen Stelle. Gibt er dann Gas, ne? Wap, wap, wap. Ja. Hammer. Das könnte ich einfach von vorne bis hinten nicht. Ich brauche gleich safe eine Dusche, so nass wie ich bin. Echt? Ja, voll. Meine Jacke ist viel zu warm. Ich hätte mir einfach nur den Protektor anziehen sollen. Das hätte vollkommen ausgereicht. Okay. Kann sein, dass ein Gang drin ist bei mir. Okay, Leute, so jetzt auf der EXC hier von Blackout unterwegs. Das ist mit einer der chaotischsten Vlogs, die ich in der letzten Zeit aufgenommen habe. Aber ist egal. Ich lade das einfach raw für euch hoch, dann habt ihr hier so meinen kompletten Eindruck, meinen verschwitzten, okay, ich kann nicht nachdenken, Eindruck. Krank. Willst du mal erzählen, was du heute anhast, Blackout? Jetzt setz mal ab. Ja, alles ganz normal. Fühlt sich das normal an? Ja. Vorsicht, vielleicht kommt Karl. Voll normal. Ist echt easy, also. Boah, krass. Der kannst du wahrscheinlich besser circlen. Nice! Krank! Hä? Krass, ey! Das ist ja unglaublich! Hä? Verstehe ich nicht. Fahr mal mit meiner. Warum geht das so gut? Normalerweise komme ich auf Stolle gar nicht klar. Wahrscheinlich, pass auf, wahrscheinlich, weil die sich jetzt in den Boden eingraben. Ja. Und ich habe normale Auflagefläche. Normalerweise ist das nämlich so. Ganz anders als auf der Straße. Ja. Außerdem ist da auch viel weniger Luftdruck drin. Das ist krass. Boah, die ist auch super kurz übersetzt irgendwie, ne? Krass.
Okay, warte. Du wirst mal sehen, dass du hier einen ordentlichen Circle machst. Einen ordentlichen Circle, krank, ja. Der Herr hat ja richtig Ansprüche. Jetzt kommt Mr. Walzi hier wieder lang gebrettert. Warte. Boah, wie viel Grip die haben, das gibt's nicht, voll geil. Hammer. Kein Wunder, dass die hier alle so lang pfeffern. Das ist krass. Warte. Meine Arme machen hier schon wieder halb schlapp. Ich bin ja mal sowas von null im Training. So, warte, machen wir hier mal kurz. So, zack. Jetzt kommt das Ausschüttelprogramm. Das geht so, weißt du, so. Schüttel, schüttel. Aber deine ist einfach auch vom Lenker vorne her noch mal krasser als die, ne? Ja, gerade trennt die, also, ja, der Lenker, keine Ahnung, ist halt ganz nice, ne? Aber ich muss sagen, die Kupplung ist jetzt gerade auch nicht so klecko. Deine? Oder meine? Deine. Die ist nicht so, ne? Ja, gerade, ich weiß nicht, kann sein, weil ich die ganze Zeit trenne, weißt du? Die wird ja richtig warm jetzt im Stand, wir fahren ja die ganze Zeit super langsam. Irgendwas ist damit nicht ordentlich. Ich bin so am Schwitzen. Durch, ne? Jetzt hat er das gerade hier flach gedrückt, jetzt fahren wir wieder rüber. Aber ich fahre ja hier asozial. Versuch mal einen Wheelie jetzt, komm. So ein bisschen anlupfen. Ja, Mann! Also ja, ein bisschen ging's hoch. Hier kannst du ja, so eine Kehrtwende machen. So. Ja, genau. Wow, souverän. Alter Schwede. Wow. Digga, da habe ich jetzt gerade richtig Dreck abbekommen. Du Assi. Puh. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen, aber Leute, ich würde sagen, an der Stelle, ich bin nämlich so außer Atem, bevor ich jetzt hier komplett vom Bike falle und das auch noch aufnehme. Wir tauschen wieder die Bikes, oder? Ja, ich habe deine sogar direkt in den Neutralen bekommen. Dann mach mal einen Circle mit deiner. Ja, normal. Du willst auch einen von mir sehen? So. Okay. Aber die Motomaster ist schon sexy, oder? Die ist so geil. Ne? Ich finde die schon richtig nice. Ist einfach so eine brutale Scheibe. Wir fahren jetzt noch ein bisschen, oder? Würde ich sagen. Ja. Dann machen wir mal Schluss. Leute, ich bin komplett nass geschwitzt. Ich weiß nicht, beim lieben Blackout sieht das noch nicht so aus. Karl ist sowieso im Training. Der ist komplett bescheuert. Mit dem kann man nicht mehr helfen. Schaut mal bei ihm vorbei auf Instagram. Er ist richtig, richtig gut unterwegs. Junges Talent, wie gesagt. Und guck mal, eine Drohne sogar. Du hast doch auch deine dabei. Vielleicht können wir da noch ein paar Shots machen. Wie immer, genießt die restlichen Tage. Und das Allerwichtigste, geht steil.